Pekka Erik Auvinen wurde im Jahr 1989 in Finnland geboren. Auvinen kündigte seine Tat einen Tag zuvor auf YouTube an. Am 7. November 2007 betrat er ein Schulzentrum in der Absicht zu töten. Er hatte angekündigt, selbst sein Leben opfern zu wollen. Er war davon überzeugt, die menschliche Rasse sei es nicht wert zu existieren. Er erschoss 4 Schüler und eine Schülerin, die Schulkrankenschwester und eine Studentin. Die Schulleiterin warnte über die Lautsprecheranlage die anderen Schüler und Lehrer, welche sich in Sicherheit bringen konnten. Sie selbst stellte sich Auvinen entgegen, was auch ihr das Leben kostete. Auvinen schoss sich selbst in den Kopf und starb später im Krankenhaus. Nach dieser Tat wurde Staatstrauer angeordnet und eine umfassende Überprüfung der finnischen Waffengesetze veranlasst.